Moin Moin, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video heute mit einer geilen Videoidee, wie ich finde. Ich muss Döner raten, das Ganze blind. Jeder, der blind mal was getestet hat, weiß erstmal, dass es krank ist. Und ich habe die Aufgabe, Premium von einem Standarddöner zu unterscheiden. Und mit Standard ist nicht gemeint hier irgendein Penner-Döner um die Ecke, sondern ein wirklich guter Döner auch. Aber, wie ich einmal rede, Herz des Döners ist Fleisch. So, und das ist nun mal in 98% der Läden einfach Müll, beziehungsweise schmeckt überall gleich. Ist meine Meinung. So, aber macht das mein Kopf, weil ich es weiß? Oder kriege ich das auch so auf die Kette? Und dafür habe ich mir Ahmed an den Start geholt. Ich werde mir gleich die Augen verbinden. Ich werde nicht wissen, wo wir hinfahren. Und Ahmed hat sich einen Plan überlegt. Ich werde gleich an Ahmed übergeben. Mach keine Faxen, mein Lieber. Also, ich bin eigentlich dein Freund, aber heute bist du mein schlimmster Feind. Ich werde mir das zur Herzensaufgabe machen, dich in die Irre zu führen. Aufs Glatteis. Aufs Glatteis. Zu treiben, sagt man. Zu treiben. Zu führen. Ja, ja. Man, ja, du hast schon richtig erkannt, das Ganze, ja? Welche Straße müssen wir, was zeigt er hier an? Na, Straße darf ich dir nicht sagen. Piss dich, Alter. Man muss jetzt sagen, ich habe eine Maske, ne? Leute, macht kein Auge. Wenn ich das faken will, fake ich das. Dann könnte ich das jetzt mit Ahmed absprechen. Ich guck da nicht irgendwie unten drunter oder so eine Scheiße. Ich gebe jetzt Ahmed weiter. Er weiß, wie es läuft. Eine Überraschung für dich auch noch, Ahmed. Echt? Ich werde dich nachher auch noch testen. Fick dich. Er hat auch, bevor zum Schluss dann die Auflösung kommt, werde ich dich auch in einem ganz schnellen Kurztest einmal testen lassen. Und du musst auch zwei Döner, die ich mir ausgeblutet habe, musst du herausfinden, ja. Okay, geil, geil. Bin gespannt. Das habe ich ihn noch nicht erzählt. Ja, hat er wirklich nicht. Ja. Und jetzt geht Ahmed weiter. Er wird euch jetzt schon mal ein paar Ansagen machen, kein Plan, was er jetzt sagt, also laber kein Scheiß. Ich lasse dein Video striken. Ja, Alter. Ich geh mal weg. Also, das Problem ist ja, es gibt ja relativ wenige Premium-Döner in Hamburg und ich habe mir auf jeden Fall Kurzulan ausgesucht, einfach nur aus dem Grund, weil er auch ewig lang da nicht mehr gegessen hat, das weiß ich, weil wir sehr oft dahin wollten und der hat komische Öffnungszeiten. Dann habe ich noch den Golden Kebab ausgesucht und zwar ist das ein Döner, den Evanjo letztens getestet hat. Der hat ihn sehr, sehr gut bewertet und das fand ich sehr interessant, weil wir immer auf der Suche sind in Hamburg nach geilen Dönern und immer so, sag ich mal, auf dem Schlauch stehen, weil es einfach nichts gibt. Und der dritte Döner ist der Serhat-Döner. Das ist zum Beispiel auch gleich die erste Station. Da fahren wir gleich hin. Habe ich auch anhand der Bewertung ein bisschen geguckt. Und ja, ich bin einfach gespannt, ob wie gut einfach Holger ist, was Geschmackstest angeht. Und ob er Qualität auch blind rausschmeckt. Weil blind testen ist doch mal eine ganz andere Nummer. Viel Spaß. Die riecht auch noch meiner Freundin. Ja. Oh. Macht immer so Spielchen ab. Das wüsstet ihr wohl gerne. Das ist doch das Augenblick von Eis.de. Ich weiß es nicht mal, wo die her ist. Egal, scheißegal, wir werden jetzt losfahren, Leute. Ich bin übelst gespannt, Mann, was Ahmed sich überlegt hat. Und ja, let's go, Ahmed, ne? Also das Beschissenste, sage ich euch, ich werde jetzt bestimmt 2,5 Stunden nichts sehen, Mann, und die ganze Zeit schwarz sehen. Das nervt mich jetzt am meisten, beziehungsweise zwischendrin muss ich ein Urteil abgeben. Aber das ist alles gut überlegt, also wartet ab, was passiert denn. Ich kann mal einmal rausfilmen, wo wir sind, so. Das nervt jetzt schon hardcore. Also ich habe auch gar nicht so auf die Bewertung von Google geachtet. Film ich dich überhaupt? Scheiße. Ja, du filmst mich. Ja, okay, Alter, gut. Genau, sehr gut sogar. Er kann blöd besser filmen als mit Augen. Auf jeden Fall habe ich gar nicht so auf diese Google-Bewertung geachtet, sondern mehr auf Bauchgefühl, auf Bildern, anhand einfach wie der Spieß aussieht, weil ich auch mittlerweile ein gutes Auge dafür habe. Da habe ich mir auf jeden Fall, sag ich mal, Läden ausgesucht, die jetzt nicht unbedingt gang und gäbe in einer Döner-Ranking-Liste im Internet sind. Okay, wo du dir aber viel von versprichst und ja, das Ziel ist ja, dass du mir als Gegner für den Premium-Döner auch was lieferst, was potenziell echt reinscheppert. Kennt ihr das, wenn man sich den Fuß verstaucht hat und irgendwie voll Angst hat und so, dass jemand einen gegen Fuß läuft und so? Ich komme mir gerade richtig verletzlich vor. Bis gleich, Holger, zum ersten Geschmackstest. Ja, bis gleich. So, Leute, das ist das schöne Ding. Klassisch türkisch, Tomaten, Zwiebel, keine Soße. Okay. Du darfst, mein Freund, du darfst. Ich sag eins schon mal, es riecht nach Standard. Und es fühlt sich, Brot zumindest, auch wie Standard an. Da haben wir Pulver drauf gemacht, der ein bisschen für die Schärfe, aber auch nur. Brauch gar nicht mehr essen, lang mir einen Biss. Sag ich euch, so wie es ist, schmeckt nicht gut. Finde ich schon komisch, sag ich dir ehrlich. Ja? Ja. Beiß bitte nochmal.
Die ersten Bissen waren unangenehm. Frag mich nicht warum. Wenn ich jetzt mehr reinbeiße, ist es schon anders. Ich glaube, es ist kleiner. Ich muss die alle drei reinfetzen, bevor ich überhaupt ein Urteil treffen kann. Das kann sein. Das ist deutlich schwerer als gedacht, Mann. Sag doch noch nicht zu viel zu. Lass uns zum nächsten Döner, Mann. Das ist ganz schwer. Ich habe mehrere Anhaltspunkte, die mir zum Schluss bei der Entscheidung helfen. Aber es ist lange nicht so leicht, wie ich gedacht hätte. Nur um euch meine Gedankengänge einmal mitzuteilen, so wie ich gedacht habe. Nach dem ersten Bissen wollte ich erst mal wegtun, weil das hat komisch geschmeckt, sag ich euch ehrlich. Der hat Ahmed ja gesagt, ist noch mal weiter. Jetzt in meinem Kopf geht so vor, er ist ja mein Bruder. Er will mich retten. Er wollte mich retten und das ist wahrscheinlich der Premium-Döner, er wollte mich nicht. Das geht gerade in meinen Kopf vor, nur damit ihr meine Gedankengänge habt. Aber es kann komplett falsch sein. Also ich habe jetzt einmal den Kopf runtergenommen und gucke jetzt einfach nur runter. Das ist so geil zu gucken, Mann. Das ist so eine Qual, die ganze Zeit dieses Ding aufzuhaben. Alter Schwede. Das ist der gute alte Tipp von dem Ivanio. Hauptsache Döner kannte er vorher auch nicht. Einpacken? Kannst du mir so geben. Guten Abend. Salam, danke schön. Das ist der Döner, Leute. Ich bin wieder am Auto. Hier habe ich das Gerät. Warte, gib mir die Serviette. Nummer zwei, Leute. Knifflig, also rein Geruch, ich glaube, da kann man sich drauf verlassen. Also sowohl der eben als auch der hier riechen rein vom Geruch, hätte ich beinahe gesagt Standard, aber das kann man einfach nicht sagen vom Geruch. Ne? Schönes Brot, schön knusprig, schöne Bräune drin. Boah, weißt du, dass es braun ist? Ja, schön angeröstet. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Fleisch schön kross, etwas trockener als der andere. Mordsmäßig schwer, Leute, das Gehirn, die müsst ihr so bedenken auch, ne? Beim Standarddöner wird mit sehr viel Geschmacksverstärker gespielt. Führt dazu, dass das Ding geil schmeckt. Wenn du es weißt, ist das das eine. Aber wenn du nicht weißt, dass dein Gehirn gerade getäuscht wird von Geschmacksverstärkern, schmeckst du nur geil. Und das jetzt zu unterscheiden, wenn man es nicht weiß, ist eine ganz schöne Hausnummer. Aber wir gehen zu Nummer 3. Und noch eine Kleinigkeit für euch. Es ist echt schwer mit den ersten beiden Dönern, weil egal wie sicher man sich ist, man will jetzt auch noch nicht zu doll auf die Kacke hauen, weil zum Schluss wird man beim dritten Döner von den Sockeln geholt und merkt, oh, und dann geht ein Licht auf. Deshalb kann man jetzt bei den ersten beiden noch gar nicht so hart in die Kritik oder ins Positive gehen, damit man danach nicht als Dulli dasteht, denn ich habe ein Gesicht hier zu verlieren. Ein ziemlich hastiges Gesicht. Der war gut, ja. Touché, mein Lieber. Glaubt mir, Leute, ich zitter. Ich zitter wirklich, weil ich will das Ergebnis jetzt. Ich bin selber so kopfgefickt. Mann. Ja, Mann. Ich habe auch bewusst die Fenster zugemacht, damit du gar keine Einflüsse kriegst. Okay, okay. Es gibt nur ein Problem bei dem Döner. Welchen? Der Döner konnte tatsächlich nicht nur mit Tomaten gemacht werden, weil er nicht mehr einzelne Tomaten da hat. Okay, das ist dann halt so. Genau, dachte ich auch. Dann ist das im Laden halt so. Kein Moment, ich muss kurz hier was machen. Okay, Bruder. Er will auch meinen Kopf kaputt machen, wisst ihr warum? Weil ich am Anfang gesagt habe, es gibt nur einen, der den Salat richtig dick drauf macht. Geil, dass du das checkst. Ja. Ich liebe es, ich liebe dich dafür. Aber ich will. Und das ist Kotoladen. So, da habe ich ihm gesagt, das ist Psychoterror. Weil ich jetzt überlegen kann, macht er das, damit ich genau das denke und denke, das ist dann auf keinen Fall Kotoladen? Oder denkt er andersrum, wisst ihr? Ach, dieses, er hat Salat nur gemischt. Das ist auch wieder irgendein Psychotrick von dem Typen. Okay, ich habe mein Urteil. Will diese verdammte Entscheidung jetzt haben. Ich bin gespannter als jeder einzelne von euch da im Dings. Ich bin mir zwar sehr sicher, so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber wenn ich jetzt falsch liege, dann bin ich am Arsch. Also ich sag eben zu Ahmed, es waren ja zwei Standard dabei, das wissen wir. Ein Premium sozusagen. Und die Standard, das waren keine Standard-Standard. Das war schon richtig gehobene Quali. Also was heißt gehobene Quali? Die waren schon alle gut. Manche Döner, das Fleisch nimmst du im Mund und merkst gleich Standard, dein Urgroßvater. Das war's nicht, ne Ahmed? Genau, das war's wirklich nicht. Darauf habe ich auch geachtet. Damit es auch ein bisschen schwieriger wird. So, also aus dem Auto raus nochmal. Wenn ich wundert, warum ich nicht so viel gesagt habe, weil ich einfach ganz krass unter Anspannung stehe, weil ich nicht versagen darf. Ich werde jetzt Ahmed noch mal ganz kurz hops nehmen, werde ihn noch mal ganz schnell in die Schranken weisen, mit zwei Dönern gucken, ob er richtig ist, ganz schnell eine Nummer und dann kriegt ihr meine Analyse. So, jetzt kommt Ahmed an den Start, bitte die Binde auf. Er kriegt jetzt auch, wie gesagt, einen Standarddöner, aber auch gute Fleischquali, Schichtfleisch, nicht einfach so ein Hackfleischspieß und einen Selfmade. Da sitzt der sexy, ahnungslose Ahmed, Leute. Sag so, wie es ist. Es ist nicht der
allerbeste Welt, aber er ist geil. Es ist mein absoluter Lieblingsdöner hier in der Umgebung. Und er macht Selfmade-Fleisch. Für den Nicht-Premium-Döner müssen wir jetzt viel gucken, dass wir einen anständigen nehmen. Der muss halt Schichtfleisch sein. Das ist das Wichtigste erstmal. Moin, mein Lieber, grüß dich. Ist das Jabrakfleisch? Das ist Kalbfleisch. Okay, perfekt. Dann nehme ich einen normalen Kalbdöner mit Kraut- und Eisbergsalat. Und Zwiebeln nehme ich auch noch. Danke, danke, danke. Guten Appetit. Dankeschön. Guckt euch das Ding an. Ganz rauskommen, mein lieber Krachi. Ja. Boah, ist das scheiße, Digga. Ja, hier ist ein dummer Bord, hätte ich vorwarnen können auch. Dann hake ich mal ein hier in meinen Arm. Und hier ist der Döner, Bruder. Darf ich direkt loslegen, oder? Du kannst loslegen, ja. Achmed hat auch Augen zu, er geiert da jetzt nicht drauf oder so. Braucht ihr nicht glauben. Relativ wenig Geschmack. Das zeigt mir eigentlich eventuell, dass vielleicht Selfmade ist. Andererseits kann mir so einfach scheiß Standard. Scheiß Quali sein, ne? Scheiß Gewürz. Genau in dieses Kopfkino hatte ich auch zwischendrin, Mann. Sehen Leute nicht? Ja. Du wirst auch beobachtet, die Leute gucken. Weil wir mit Kamera und Augen zu hier. Wenn viele Leute an mir vorbei. Ja. Geht auch so. Stell dich vor, jetzt steht hier wie ein Idiot mit dieser scheiß Klappe. So, und jetzt gehen wir weiter. Ich finde das Video so geil, Mann. Das Video bockt mich maximal. Ist ja sowieso wieder ein Gutschein am Start. Für die Kommentare pinne ich an. Irgendein random Kommentar. Ihr könnt mir zwei YouTuber markieren, die natürlich auch Experten machen oder wo ihr denkt, egal was ihr denkt, ob ihr die Hops nehmen wollt, ob ihr sehen wollt, ob die Skills haben, dem werde ich auch ein Premium und einen Standard-Döner geben. Markiert mir die Leute gerne in den Kommentaren. Und jetzt gibt es einen Jabrak-Döner. Guckt euch nur das an, hausgemacht, traditionell. Döner aus Scheinfleisch, 100% Kalbfleisch. Hier überall in der Umgebung ist das der beste Döner, mein Lieblingsdöner hier. Das ist besser, Mann. Wenn er euch Döner macht, wisst ihr, ihr kriegt den besten Döner. Hau rein, mein Lieber, ne? Pass auf dich auf. Dir auch. Schönen Abend. Ja, schönen Abend. Danke, danke. Ciao. Guter Laden, guter Laden. Mal gucken, ob Achmed... Es ist ein Kopfschmerz. Ich sag's euch mal, macht dich den Kopf kaputt. Du hast mich so lange warten, das Schild, bevor ich stehe jetzt die ganze Zeit draußen. Das wäre hart gewesen. Warum hast du das gebraucht? Wir gehen hier, komm, Bruder. Darf ich einfach gehen? Ja, du kannst gehen, hier kommt gar nichts. Genau, so, jetzt perfekt. Hier können wir stehen bleiben. Jetzt stört dich auch niemand. Du musst drehen? Ja, du kannst dich drehen nochmal. Das ist ja genau gleich fast, Mann, von Abend. Nochmal, ich füll mal noch einmal rein. Mach mal. Schmeiß mal rein. Ach, man ist auch absoluter Soßenesser, sonst muss man dazu. Ja. Solche Döner will ich niemals ohne Soße essen. Nee. Schwierig, Mann. Das ist interessant, weil ich habe bei beiden Fleisch probiert. Wenn man es weiß, hätte ich gesagt, so easy. Aber ich wusste, wie das bei den anderen war. Es ist dann nicht easy, wenn man es nicht sieht. Und ich weiß, der Kopf macht ganz viel mit dem euch, Leute. Glaubt mir, der macht euch komplett kaputt. Ich hätte mir fast gewünscht, die Zwiebeln wegzulassen. Die sind sehr penetrant. Das habe ich bei meinen Dönern auch gedacht. Die nehmen sehr viel Geschmack ein. Weißt du, ich sag jetzt mal nur eine Sache. Ich muss das sagen, weil es ist einfach das ehrliche Gefühl. Mhm. Wenn das der Selfmade-Döner ist, bin ich sehr enttäuscht. Ja? Ja. Von der Würze her stärker, das andere definitiv. Aber ich hab genug. Hast du genug? Mhm. Dann gib mir mal in die Hand. Ja. Du kannst abnehmen, ja. Boah, das ist das beschissenste Scheißspiel, was es gibt. Also guck mal, mein persönliches Erfolg ist es einfach. Ich tippe einfach, der erste war Selfmade, weil er vom Geschmack her schön ölig, so samtig ölig war. Der zweite, wenn er Selfmade war, okay, dann habe ich mich geirrt. Aber gewürzpenetrant drauf, ganz komisch. Ja, die Zwiebeln, was soll ich ihm da jetzt schlecht reden? Sind falsche Zwiebeln gewesen, die waren extrem scharf. Also die haben den ganzen Geschmack weggenommen von dem ganzen Fleisch. Das war echt sehr, sehr schwer. Aber das ist mein Fazit und wenn es jetzt falsch ist, ist es falsch und dann richtig ist cool. Der erste war kurz und der zweite war Miss Cantoni da hinten. Mit Santoni ist jetzt mal. Krass, war ich bei beiden tatsächlich noch nie. Mhm. Fand ich aber den stärker. Wir switchen jetzt rüber zu mir. Achmed, erstmal danke fürs Mitwirken. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Dafür alleine dicken Daumen oben bitte, auch für Achmeds Leistung hier. Der hat sich ins Zeug gelegt. Und Achmed, du hast mich kaputt gemacht. Der hat mit Psychoterror mit mir betrieben, ich sag's euch. Ich muss eins sagen, was ich schon längst machen wollte und mit diesem Video die Entscheidung treffe. Ich werde auch eine Rangliste machen für Standarddöner. Man muss einfach sagen, ob Selfmade Fleisch oder nicht, schmeckt das natürlich nicht unbedingt besser. Es geht natürlich aber auch immer um die Quali. Und was ich euch anbiete, und ich möchte euch Top-Quali in meinem normalen
normalen Ranking, was ich jedem von Herzen auch für Körper und Wohl empfehlen kann. Aber es wird auch ein Standard-Ranking geben und dementsprechend fällt heute auch meine Bewertung aus. Für mich hat der erste Döner, wir können jetzt schon mal ein bisschen einblenden, welcher der erste Döner war. Der erste Döner hat für mich beinahe am besten geschmeckt, außer der erste Biss. Deshalb kann ich dem auch nur 7 Punkte geben, weil der erste Biss scheiße war. Aber der hat beinahe für mich am besten geschmeckt, aber ich sag trotzdem Standard-Döner. Okay. Er hat auch ein bisschen nachgebrannt, für mich Geschmacksverstärker, kann aber auch dieses Pulpiber sein, weil ich habe schon Sachen gesagt, da ist auch immer irgendein Mist drin. Ja. Das hat mich nochmal getäuscht. Döner 2 war ziemlich neutral, war in Ordnung. Hätte ich nicht mal, hätte ich den jetzt so getestet, hätte ich euch nicht mal was zu sagen können, hätte ich jetzt auch so um die 7 gegeben. Und Döner 3 passt aber dazu, was alle zu Kotolan inzwischen sagen, dass er halt nachgelassen hat. Weil Döner 3 war für mich am Selfmade-Stylesten, auch vom Fleisch, von der Konsistenz, hätte ich aber trotzdem auch so um die 7 rumgegeben. Die waren alle ziemlich gleich für mich, aber letzter war für mich der einzige Selfmade-Döner. Das ist richtig. Oh, ja, Mann! Ja, Mann! Ich wusste es! Ich wusste es! Oh. Tatsächlich, ich habe gerade zu den Zuschauern gesagt, dass ich bewusst keine Psychospielchen gemacht habe, weil du sie dir selber machen wirst. Ja. Deswegen habe ich so gelassen, wie es so ist. Oh, Bruder, Mann, du hast mich kaputt gemacht. Aber starke Leistung auf jeden Fall. Man kann auch dazu sagen, der erste Döner war der Serhab-Döner. Den habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen. War ein Yaprak-Döner. Mir war es wichtig, dass die Fleischkonsistenz ähnlich ist von allen dreien. Der zweite Döner war Golden Kebab, eine Empfehlung von Ivanio tatsächlich. Der hat den letztens da getestet und ich schwör's, er hatte auch Probleme, den zu finden. Und ich dachte, du erwischst mich dabei. Nee, aber du warst voll weg. Und dafür sagen wir, danke fürs Zuschauen, Achmed. Auf jeden Fall. Danke an dich. Daumen oben und Glocke aktivieren. Und gerne, Mann. Darf ich ihn auch immer jetzt machen? Wir machen ihn beide.